Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Heute passiert nicht viel, das ist versprochen. Wir gehen einmal in die Riding School, da haben wir mittlerweile 97 Klicks bei Pickhoofs auf Volldauer. Entschuldigung. Dann, hier ist auch nichts passiert. Und hier auch nicht so wirklich viel. Wir gucken mal eben, was wir so an Fohlis kriegen. Zwei Stutfohlen und ein Hengstfohlen. Ja, platzmäßig habe ich ein Problem. Ich habe keine einzige Box mehr frei. Zudem wurde mir ein Knappstrupperhengst angeboten, den ich nicht, ja, kaufen kann. Außerdem sind einige ja, Deckversuche nicht haben nicht geklappt. Kann diese Stuten aber gerade leider nicht, ja, nachdecken, weil ich habe eben keinen Platz. Nee, das war falsch, das wollte ich nicht. Walzermädel soll da noch nicht, die soll ja noch mal gedeckt werden. So. Okay, ja, also wie ihr seht, das sind meine Verkaufswerte. Es sind genau 10 an der Zahl, es war hier längst 18. Wird passen, muss man erstmal loskriegen. Ich habe schon drei oder vier Pferdis jetzt ins Retirement gegeben, aber wie gesagt, ich habe halt einfach keinen Platz. Was ich euch noch sagen wollte, die Finnpferde sind ins Spiel reingekommen, ich glaube letzte Woche am 17. oder so. Und ja, wie gesagt, für mich sind sie nicht relevant. Ich wollte sie aber euch trotzdem mal zeigen. Ihr seht ja auch die Farben, in denen sie vorkommen oder die vorkommen im Spiel. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ist für mich nicht relevant. So, dann mache ich die Seite wieder zu. Ansonsten ist auch so nicht viel passiert. Wir können mal im Club reingucken, mal wieder Events starten. Da haben wir immer noch die Araber. Das mache ich jetzt mittlerweile immer so. So, heute ist der 21. und da es schon etwas später ist, mache ich mal 18, nein, 18 Uhr bitte. So, dann machen wir das für alle Kontinente. Gehen auf, ja. Shows created. Jetzt haben wir gerade noch 18.400. Wird natürlich wieder mehr, wenn sich wieder alle für die Shows angemeldet haben. So, jetzt haben wir es aber. Was ich gerne machen wollte mit euch, wie gesagt, das wird eine kurze Folge. Ich würde gerne mit euch die Pferdes, die Pferdes, die Pferde in den Verkauf stellen mit euch gemeinsam und das machen wir jetzt am besten. Das nehme ich ab. Die Hälfte bleiben definitiv drauf. Und ich mache das immer so für 3 Tage. Ich mache es jetzt auch erstmal wieder mit. Na, wie heißt's? Mit einem Gebot. Und natürlich mit einem Buyout. Das ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen. Machen wir mal 3000. So, wie gesagt, es wird wirklich eine sehr kurze Folge. Es tut mir leid, aber es ist halt nicht viel passiert. Weitere Fohlen sind unterwegs, aber das dauert halt noch ein kleines bisschen. So, Desert Mountain. Was nicht verkauft wird, geht halt ins Retirement und dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Von daher, hoffe ich mal, dass ich wieder meine Stuten decken kann bis nächste Woche, bis das nächste Video rauskommt. Und ja. So, never too late. Dann wir auch erstmal alles ab, was nicht mit soll. Das machen wir für 3 Tage. 681 ist ja nicht so schlecht. Ich mache die Preise nach Gefühl, ehrlich gesagt. Ich nehme nicht zu, ich hoffe nicht zu hohe Preise. Aber so ganz verschenken möchte ich die Pferde natürlich dann auch nicht.
Aber wie gesagt, ab und an muss man halt mal aussortieren und ups, nein, nicht 4 Tage, 3 Tage. Also wenn ihr das Video seht, dann sind die Pferde noch 2 Tage im Verkauf drin. Sagt, ihr könnt drauf bieten oder halt ein Buyout machen, das heißt direkt den Kaufpreis bezahlen und dann ist es euers. Er hat sogar noch ein Star Pretty Kit bekommen, der Shaking Match. Und deswegen setze ich den mal hier auch für 2000 rein. Das ist halt der Mindestpreis, den ich gerne haben wollen würde. Und ich setze ihn für 4,5 rein. Beziehungsweise, nee, machen wir auch 4. So, dann machen wir, nein, dann machen wir noch ein Sternchen dahinter. Da ist es. So. Updaten bitte. Danke. Damit man auch direkt sieht, dass er ein Star-Predicate hat. So, dann geht's weiter. Dann haben wir die beiden noch. Den Silvester hat auch ein Star-Predicate bekommen. Also gar nicht so schlecht. Muss ich bei den anderen nochmal eben gucken. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die auch ein Star-Predicate haben. Entschuldigung. 3 Tage. 1000, weil er ist auch vom GP her nicht so dolle. Dann stelle ich ihn für 2,5 zum Rauskaufen rein. So. Dann das letzte Pony ist Why This. Kein Stil ist da. Star-Predicate. So, auch für Dings und auch für 2000. Ich denke mal, das ist okay. Ist jetzt nicht der tollste. Aber wie gesagt, ich muss auch ein bisschen aussortieren jetzt. So, Caramel Chick habe ich, glaube ich. Ja, ich muss jetzt immer hier, dass man nicht hier so einzeln durchklicken kann. Das ist doof. Desert Mountain hat natürlich keinen. Lord Duke war schon drin. Mr. Nobody war, glaube ich, auch schon drin. Er hat aber auch kein Star Predicate. Never too late. Hatte schon ein Star Predicate. Meine Stimme geht auch langsam ein bisschen flöten. New Madagascar hatte keins. Shaking Match haben wir, glaube ich, gerade gemacht. Oder das war schon drin. Eins von beiden. Ja, und das war es eigentlich auch. Genau, gut. Ja, was kann ich euch noch sagen? Was ich eigentlich machen wollte, ist eigentlich neue Norika suchen. Aber wie gesagt, ich habe halt leider keinen Platz und von daher kann ich eigentlich auch nicht so viel machen. Ihr seht, die Stuten sind alle noch gedeckt. Und da gucken wir mal eben, wann denn so hier mal 5 Tage. Ja, nächste Woche seht ihr auf jeden Fall neue Fohlen. Aber wie gesagt, es ist nichts passiert eigentlich so weiterhin. Ich warte ja auch auf das Norika-Fohlen, auf das erste. Und wie ihr seht, nächste Woche müssten dann auch die anderen Stuten dann soweit sein. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder Platz habe und wir die decken lassen können. Vielleicht nicht unbedingt von unseren Norika-Hengsten, aber da muss ich dann mal gucken. Ich bin auch mal überlegen, ob ich ihn verkaufe, weil er hat ein BA drin. Also das ist dann schon ziemlich schlecht. Er hat allerdings auch 2 Very Goods. Also, eieiei, das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nach Südafrika und gucken. Aber das, wie gesagt, das bringt nichts. Ich habe keinen Platz. Ich könnte natürlich auch. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich könnte natürlich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Fohlen auf die Fohlenweide packen. Wird aber auch nichts bringen, weil ich dann immer noch 2 rüberschicken müsste. Möchte ich aber nicht. Deswegen warte ich erstmal ab, wie die sich verkaufen. Ob sie sich verkaufen, ansonsten gehen sie ins Retirement und dann habe ich wieder Platz. Dann habe ich genau 61 von 61. Und ja, dann könnte ich da auch wieder was machen, weil das ist gerade echt ein bisschen doof irgendwie mit dem Platzproblem. Ich muss unbedingt weitere Boxen kaufen, weil das ist wirklich, das ist echt nicht schön. Also, wobei, also wenn ich jetzt hier 10 Pferde reinstelle, alter Falter, das wird echt teuer. Das sind ja schon hier 50, 1500, 2,5, knapp 3, 5, fast 7, 9,
11, 13, 14.000 nur um Fohlen auf die Weide zu stellen, ist schon, habe ich so ein bisschen. Okay, Lieben, wie gesagt, es ist eine sehr kurze Folge. Es tut mir wirklich leid. Nächste Woche, in der nächsten Folge, ist wieder mehr zu sehen. Tut mir echt leid, dass ich euch heute nicht allzu viel zeigen konnte. Aber ja, ist halt manchmal so, ne? Da kann man halt auch nicht wirklich viel dran drehen. So, jetzt bevor ich um den heißen Brei rumrede. Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, beziehungsweise ein Video ein Like, ein Abo, falls es euch interessiert, was hier noch so auf dem Kanal passiert. Und falls ihr diesen Kanal toll findet, dann aktiviert noch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, ich rede noch um den heißen Brei, damit die Folge noch ein bisschen länger wird. Nein, ich kann es auch rausschneiden. Okay, ihr Lieben. Aber jetzt wirklich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.